Man muss einfach sagen, die Geräte von Apple sind nicht wirklich günstig. Und da stellt man sich eher zweimal die Frage, ob man auf ein Gerät wechselt oder nicht. Heute möchte ich euch zeigen, ob sich in meinen Augen ein M1 iMac lohnt oder nicht. Ich habe diesen iMac jetzt seit einem Monat und kann jetzt so ein kleines Resümee ziehen, ob ich es nochmal kaufen würde oder ob ich den Kauf bereue, beziehungsweise wenn ich ihn nochmal holen würde, was ich vielleicht anders machen würde. Alles rund um diesem Thema erfahrt ihr in diesem Video, also los geht's! Als ich den Trailer vom neuen iMac gesehen habe, war ich wirklich richtig erstaunt, wie cool er eigentlich aussieht und wollte den unbedingt haben. Günstig war dieser auf jeden Fall nicht, denn mit 1450 Euro ist das ein ordentlicher Happen, der hoffentlich sich auch lohnt. Ich würde sagen, ich fange mal mit den positiven Punkten an, was mir am iMac sehr gefällt, und gegen Ende des Videos fange ich dann mit meinen negativen Punkten an, was mir so gar nicht gefällt und was ich vielleicht auch bereue. Der erste Punkt ist eigentlich ziemlich offensichtlich, denn der iMac ist wirklich richtig, richtig schnell. Dieses ganze Aufbauschen des M1-Chips ist wirklich nicht umsonst. Ich kann euch halt sagen, dass ich, egal was ich am iMac mache, gefühlt nie warten muss und jedes Programm und jede Aktion, die man ja durchführt, fast zeitgleich ausgeführt wird. Das Einzige, wo ich sagen kann, alles klar, hier sehe ich, dass der M1-Chip arbeitet, ist halt wirklich bei Bildbearbeitung und beim Schneiden von Videos. Also das sind wirklich die einzigen Prozesse, wo man spürt, dass überhaupt etwas lädt und wo auch tatsächlich der Lüfter angeht, denn den hört man halt einfach nicht. Der iMac ist komplett leise. Man weiß nicht, ob der an oder aus ist, bis man vielleicht ein Video rendert. Beim täglichen Arbeiten für E-Mails, bearbeiten, im Websurfen und eigentlich was auch immer, werdet ihr den Lüfter nie hören und der Chip ist einfach so schnell. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mich machen einfach schnelle Computer, wo man auf gar nichts warten muss, extrem glücklich. Der iMac sieht einfach so hochwertig, elegant und ja, so minimalistisch aus, dass er eure Wohnung auf jeden Fall auch verschönert oder halt euer Haus. Bei den Farben gibt es natürlich mehrere. Ich habe mich jetzt für das graue bzw. für die silberne Farbe entschieden, weil ich einfach finde, dass es ja am neutralsten aussieht und am saubersten aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Farben euch irgendwann so ein bisschen nerven werden. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe mich hier für die silberne Farbe entschieden, die sich dann auch natürlich durch die Tastatur und durch die Kabel zieht, was ich auch extrem stimmig finde. Wenn wir schon bei stimmig sind, das Arbeiten mit diesem Rechner macht natürlich umso mehr Spaß, wenn ihr auch andere Apple-Geräte habt. Und dann fließt das natürlich alles so ineinander ein. Die Apple Watch oder das iPhone, womit ich jetzt gerade leider filme und es nicht hochhalten kann, und natürlich auch das iPad, werden die ganze Zeit mit diesem iMac synchronisiert und das erleichtert euch das Arbeiten extrem. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Die Synchronisation zwischen den Geräten untereinander ist einfach richtig gut und alles, was ihr an einem Gerät macht, habt ihr automatisch sofort an allen Geräten. In meinen Augen ein sehr positiver Aspekt, von dem ich nicht gedacht hätte oder gewusst hätte, dass ich den so brauche. Also klar, brauchen tut ihr ihn an sich nicht, aber es ist einfach ein sehr gemütliches Feature. Auch die ganzen Features vom iMac wie Tastatur, Maus, Lautsprecher sind einfach richtig gut gemacht. Ich meine, die Tastatur ist so leicht und minimalistisch. Die Maus mit der Gestensteuerung, die euch beim Surfen im Web unfassbar gut unterstützt. Die Lautsprecher, die eine wirklich richtig, richtig gute Qualität haben. Die Display-Helligkeit und auch die Kamera vor allem finde ich unfassbar gut gemacht. FaceTime, Zoom-Calls, WhatsApp-Calls mit Kamera sind einfach eine Bereicherung, wenn ihr diese Kamera benutzt, weil die Qualität einfach sehr, sehr gut ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich den Preis relativ hoch finde. Und das stimmt natürlich. Ich denke, 1400 Euro sind für jeden jetzt kein Schnapper für einen Computer. Zumindest nicht für mich. Man muss aber eine Sache dazu sagen. Für mich war vorher die Frage, ob ich mir einen MacBook Pro kaufe oder einen iMac. Denn ich brauche irgendeinen Computer, mit dem ich arbeiten kann und Videos schneiden kann. Da muss man allerdings auch sagen, dass die MacBook Pros preislich gesehen auch sehr, sehr teuer sein können. Und zwar sehr viel teurer als der iMac. Da finde ich halt einfach, dass der iMac mit dem Preis, wenn man den mit dem MacBook Pro vergleicht, immer noch erschwinglicher wirkt und ist. Deshalb habe ich mich für den iMac entschieden, deswegen ist der Preis für mich sowohl positiv als auch negativ. So, jetzt kommen wir aber mal zu den negativen Punkten, denn alles schön und gut, der iMac ist wirklich an sich ein richtig nices Produkt, aber ich mag es nicht, wenn man jetzt alles nur positiv redet, weil man Apple-Fan ist, und es gibt in meinen Augen auf jeden Fall ein paar kleinere negative Aspekte. Zum Beispiel das Anklippen der Fenster. Was ich damit meine ist, sagen wir jetzt mal, wir haben hier irgendein Programm. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Audible-Seite geöffnet im Safari-Browser. Diese Seite möchte ich jetzt vergrößern, weil es mir einfach zu klein ist. Dann ziehe ich das halt hier so rüber und kann das größer machen. Bei Windows ist das Ganze allerdings tausendmal einfacher, denn ihr könnt einfach das Fenster nehmen, hier oben ranhalten und es wird automatisch groß. Falls ihr dieses Problem nicht haben möchtet, dann kann ich euch eine App empfehlen, die ich euch einmal einblende. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das nämlich am iMac genauso machen, und zwar so.
oder zur Seite ziehen und dann habt ihr das halt einfach in der Hälfte des Bildschirms und müsst das nicht so blöd hier immer ja, hin und her ziehen, was ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Die ist auch kostenlos. Das wird euch wirklich so viel Stress ersparen und euer Erlebnis viel, viel entspannter machen. Übrigens, was ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr euch ein iMac kauft, ist, dass ihr nicht die Tastatur kauft, wie ich sie habe. Denn ihr könnt noch erweitern, dass ihr hier einen Fingerabdrucksensor habt. Es ist einfach viel entspannter, 50 Euro mehr auszugeben und nie wieder ein Passwort eintippen zu müssen, als das halt nicht zu machen, meiner Meinung nach. Das kann ich jetzt auf jeden Fall nach dieser Zeit mit meinem iMac unbedingt euch empfehlen. Das zweite wäre natürlich die Umgewöhnungsphase, denn wenn ihr das ganze Leben lang Windows-Geräte benutzt, sind die ganzen Tastenkombinationen und ja, das Folder-Management halt etwas anders. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen und man weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Und jetzt, wo ich das gemacht habe, kann ich euch sagen, es geht relativ schnell. Sag mal, nach einer Woche seid ihr schon drin in dem, ja, wie das hier alles abläuft. Aber es gibt einfach Sachen, die finde ich jetzt nach einem Monat immer noch bei Windows etwas intuitiver. Wie zum Beispiel das mit den Fenster anklippen oder bestimmte Tastenkombinationen, die mir zum Beispiel hier auf der Tastatur fehlen. Aber ich kann insgesamt schon trotzdem sagen, dass dieser negative Punkt immer kleiner wird, weil ihr euch von Tag zu Tag auch immer mehr an die ganzen Tastenkombinationen gewöhnt. Ein positiver Aspekt, der aber auch negativ ist, ist auch die Maus. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, denn die könnte schon etwas ergonomischer sein. Ich finde die Gestensteuerung der Magic Mouse richtig genial und es macht Spaß, sie zu bedienen und euer Safari-Erlebnis zum Beispiel wird viel, viel cooler damit. Aber ich meine, mit dieser Form ist es halt einfach nicht so gemütlich, auf Dauer damit zu arbeiten. Deswegen ist das für mich ein positiver als auch negativer Punkt. Auch der Speicher ist mit 256 GB jetzt nicht gigantisch groß und ich kann jetzt nicht einfach den iMac aufmachen und den Speicher erweitern. Und das ist natürlich der Preis, den man für einen All-in-One-Computer zahlt. Trotzdem gibt es natürlich Erweiterungsmöglichkeiten, die man dann ja, anstecken kann am iMac, sodass ihr externe Festplatten anschließt. Zudem seid ihr natürlich örtlich gebunden, wenn ihr das mit einem MacBook Pro vergleicht. Das werde ich auch in einem anderen Video nochmal zeigen, wo ich den MacBook Pro meiner Freundin mit meinem iMac vergleiche und mal schaue, was ist denn jetzt besser zum Arbeiten. Das waren jetzt meine Pros und Cons zum Thema iMac. Mein Fazit ist, dass sich trotz der kleinen Mängel, die ich am iMac habe, der Kauf definitiv lohnt. Denn das Arbeiten an einem iMac macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als vorher. Und auch diese ganze Stimmigkeit von den Apple-Geräten mit dem iMac, mit der Tastatur und der Maus, der Gestensteuerung, den guten Lautsprechern, der guten Kamera, ist einfach insgesamt performance-technisch sehr, sehr stark und definitiv auch vom Aussehen ein Hingucker. Heißt natürlich nicht, dass es jetzt der schnellste Computer ist und es gibt keinen besseren. Das wird es selbstverständlich geben, aber was die iMac-Reihe angeht, bin ich schon extrem zufrieden damit. Und ja, ich bereue den Kauf definitiv nicht und würde mir diesen iMac auf jeden Fall nochmal kaufen, auch wenn es diese kleinen Mängel gibt, die man aber beheben kann. Und bis dahin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, hier seht ihr, ob sich die Apple Watch 7, die dieses Jahr rauskommt, lohnt. Und hier seht ihr, ob das neue iPhone 13 sich lohnt, was dieses Jahr bestimmt rauskommt. Also, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.